Hallo Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch wieder ein Ordnungsvideo, denn es geht um diese Sachen, die man ganz viel in seinem Bastelzimmer so rumliegen hat und die irgendwo ordentlich aufgeräumt werden wollen. Und zwar starte ich mal zum Beispiel mit Bändern, Washi-Tapes, Sachen wie zum Beispiel Schneideklingen, Falzklingen, Magnete, solche Glitzy-Sachen zum Beispiel, solche Elemente, Reststücke von Bändern. Und ich habe dafür eine richtig tolle Aufbewahrung gefunden und die zeige ich euch jetzt mal so richtig. Ja, und hier seht ihr meine Aufbewahrung. Das ist ein sogenanntes, eine Lochplatte von Schweden. Und das nennt sich Scandis, wenn ich es richtig weiß. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unter dem Video in der Infobox und ich zeige euch das jetzt näher. Bevor ich euch das nochmal zeige, ganz nah, zeige ich euch auch noch, da gibt es also verschiedene Größen. Ihr seht jetzt hier, sind die beiden unterschiedlich groß, diese Platte hier. Die gibt es zu dieser Markierung hier, die ist schon ziemlich groß. Dann gibt es eine etwas kleinere. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, die habe ich hier drüben. Sorry, ich schwenke euch mal ganz kurz. Das kennt ihr schon, diese Lochplatte. Und im Moment ist die noch nicht an der Wand befestigt und dient noch zu Dekorationszwecken. Aber genau, das ist eben die dritte Größe, die ist eben noch ein bisschen schmaler. Und da hängt schon etwas, was ich ganz toll finde. Und das zeige ich euch jetzt gleich näher. Ich habe jetzt hier so Magnete da drauf gemacht. Wie ich die gemacht habe, das kann ich euch hier oben rechts auf dem weißen i verlinken. Da könnt ihr draufklicken, wie man solche Magnete macht. Aber es geht eigentlich eher um diese Klammern. Also ihr seht, das sind so Klammern. Die nehmen wir jetzt einfach mal rüber mit an das große Board. Okay, also wir sind wieder am großen Board und ich stelle euch jetzt die einzelnen Sachen vor. Also hier habe ich zuerst mal so ein Beutelsystem. Da habe ich jetzt meine ganzen alten Bretter drinnen. Und hier hinterhalb ist noch so ein Gurt. Den kann man sich jetzt auch zum Beispiel hier oben einhängen in die Löcher und kann dann da noch Karten dahinter hängen in dieses Gurtsystem. Das habe ich jetzt da hinten drin, das brauche ich im Moment gerade nicht. Ja, hier hängt jetzt noch ein Urlaubskalender. Das ist immer schön im Bastelzimmer, wenn man auch ein bisschen was hängen hat, wo einem gut gefällt und wo einem vielleicht Erinnerungen zum Urlaub kommen, aber es geht um das System. Hier ist nochmal so ein Einhänger. Also ihr könnt euch das alles hier super einhängen. Und da kann man jetzt zum Beispiel auch noch Karten dahinter machen. Also zum Beispiel habe ich jetzt hier eine Karte und die könnte ich jetzt da dahinter machen. Ich könnte den ganzen Stapel dahinter bauen. Zum Beispiel. Also das ist nur ein Beispiel dafür. Ah, hier seht ihr das System. Genau, hier ist so ein Aufhängerchen. Und da habe ich einfach jetzt auch einen Kalender hingehängt. Aber ihr könntet da auch Karten zum Beispiel hinterhängen. Und wäre auch eine ganz coole Aufbewahrung. Dann kommen wir zu den Systemen, die ich unglaublich wichtig finde. Das ist nämlich einmal zum Beispiel dieser Zewa-Halter. Hier ist jetzt wirklich eine Zewa-Rolle dran. Aber was sich ganz besonders gut daran befestigen lässt, sind Washi-Tapes. Und das finde ich ist echt eine super Aufbewahrung, weil da könnt ihr einfach die dann langziehen und abschneiden auf die Länge, die ihr braucht und gut ist. Ihr könntet darin auch eure Bänder aufbewahren, aber das habe ich nicht gemacht, weil wenn die Bänder dann hier auf diesen lockereren Steg hängen, dann hängen die sich ganz schnell aus und werden immer länger und länger und hängen dann unten über die meinen unteren Bereich drüber, das wollte ich nicht. Deswegen habe ich hier diese Einhänger genommen. Ich zeige euch das mal anhand von diesem hier. Da sind auch hinten wieder diese Hängerchen dran. Und dann kann man sich das da super einhängen. Und so habe ich meine Bänder schön sortiert. Ich sehe die gleich auf einen Blick. Und die rollen sich nicht so ab, wie wenn ich die unten dran habe. Also in diesem Fall hier habe ich das selber abgerollt, dass das so lang geworden ist. Aber es würde sich nicht von alleine abrollen. Ich kann mir das dann aber direkt langziehen und dann abschneiden auf die gewünschte Länge. Das ist also total praktisch. Was wichtig ist, ihr könnt euch diese Platten nicht andersrum hinbauen an die Wand, weil die haben ja diese Lochungen und diese Verhakungen, wie ihr das befestigt, die sind immer so. Also ich könnte das jetzt nicht hochkant stellen. Diese breite Wand könnte ich nicht andersrum drehen, dass die Löcher in die andere Richtung gehen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Okay, und jetzt kommen wir zu diesem Bereich Kleinteile, Kleinzeug. Ich nehme mal da ein bisschen was weg, dass man das besser sieht. Ich habe jetzt hier als nächstes System, ich zeige es euch mal an diesem hier, da gibt es diese Töpfe zum Einhängen.
Die sehen auch wieder so aus. Die haben also auch wieder hinten diesen Einhängmechanismus und unten dran diesen Klarsichttopf sozusagen. Und dann sieht man da, was drin ist und man kann es einfach so rausnehmen, das rausholen, was man braucht und dann wieder zurückschieben. Also unglaublich praktisch finde ich das. Also wirklich für Bastler ideal. Hier habe ich so Klammern drin und da habe ich noch ganz viele Reste von meinen Bändern, weil ich oft auch so Schnipselchen habe, wo ich noch nicht wegschmeißen kann, weil es ja, also vielleicht kennt ihr das ja. Hier zum Beispiel, das ist noch so ein langes Band, das kann man noch super gebrauchen. Das kommt einfach hier rein und wenn ich wieder ein Band brauche in der kürzeren Version, dann kann ich meine drei Töpfe hier angehen. Und dann gibt es dieses System, also ich habe hier jetzt zum Beispiel auch noch diese Buchklammern und so drin. Was ich aber jetzt zeigen will, ist dieses Teilchen hier. Es gibt also auch noch so Töpfe ohne Deckel und nicht durchsichtig, wo man eben noch anderen Krimskrams unterbringen kann. Und dann gibt es ja noch diese Töpfe, diese Gewürztöpfe und die sind einfach magnetisch und die kann man zum Beispiel hier hin machen oder auch auf diese Formen oben auf den Deckel einfach. Also das hebt hier auch magnetisch. Würde natürlich auch so stehen, aber mit Magnet, das ist natürlich auch ganz cool. Da gibt es auch unterschiedliche Boxen, die sind, glaube ich, so Gewürzboxen. Wenn ich die finde, verlinke ich euch die auch unterhalb vom Video. Und genau, die kann man da einfach dran machen. Das Tolle ist an diesem Board auf jeden Fall, dass es super erweiterbar ist und dass es ist einfach mega, weil es hat noch so viele andere Funktionen, die es da gibt. Diese Klammern zum Beispiel wollte ich euch ja noch zeigen, genau. Ich mache jetzt mal das Magnet weg. Also die Klammer kann ich jetzt auch hier einfach einhängen und kann mir da noch einen wichtigen Pin hinhängen oder so. Und also für mich ist es wirklich optimal. Es gibt auch noch andere Werkzeuge dazu. Da könnt ihr einfach mal beim IKEA nachschauen, was es da alles gibt und was für euch wichtig ist, was ihr gebrauchen könnt. Und dann habt ihr wirklich eine Wand, wo euer ganzer Krimskrams ist und wo wirklich super ist. Also ich liebe diese Wand und ich, ja, ich zeige es euch nochmal. Wie gesagt, ich habe noch viel Platz zum Erweitern und das ist mir sehr wichtig, weil ich einfach dann schnell noch ein bisschen anbauen kann, wenn ich was brauche. Auch für Knöpfe wäre es zum Beispiel super. Wenn ihr Knöpfe aufbewahren wollt, könnt ihr das auch einfach in so einer Box machen. Oder eben auch in so einer Box. Von dem her, ich hoffe, euch hat dieser Tipp gefallen zum Ordnung halten. Wenn ihr mein ganzes Bastelzimmer sehen wollt, das verlinke ich euch hier rechts oben in der Infobox. Beziehungsweise unter dem weißen i, ist ja gar nicht die Infobox. Und noch mehr Ordnungstipps findet ihr in meiner Playlist, die kann ich euch auch hier oben verlinken. Da gibt es zum Beispiel was für Papieraufbewahrung oder für Aufbewahrung von Stanzformen und Prägeformen und so weiter. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss!